Hui. Jetzt hoffe ich mal, wir haben ausreichend Geld im Haus. Schönen guten Tag. Guten Tag, Charlotte. Charlotte, freut mich. Wolfgang Wob aus dem Westerwald. Und das ist deine bezaubernde Gattin, Wolfgang. Das ist meine liebe Ehefrau. Was hast du denn beruflich gemacht, Charlotte? Ich war Lehrerin. Lehrerin, gut, da werden keine Diamanten vertrieben. Nein. Was hast du gemacht beruflich? Ich war Reisender bei Juwelieren, über 50 Jahre. Bei Juwelieren, Goldschmieden, Uhrmacher. Und schon wird ein Schuh draus. Ja, da habe ich das angekauft, als ein Juwelier seinen Laden geschlossen hat. Das sind ja Riesen, Mega, Monster-Dinger. Ja. Was steht da? Die größten Diamanten der Welt? Mhm. Das kann aber nicht sein. Die liegen noch in irgendwelchen Lies Safes dieser weiter. Welt. Weiter. Ach so. Modelle in Bergkristall. Ach nee. Ich heiße schon wieder. Nein, das ist toll. Ja, das denke ich mir. Ja. Ja, also es gibt natürlich unfassbar viele Legenden, Sagen und Fakten über große Diamanten. Und das hier sind jetzt die bekanntesten historischen Steine, nachgeschliffen in Bergkristall. Hier haben wir auch zwei in Zitrin. Der Hope, das dürfte ein Spinell sein. Und hier der grüne Dresden, das ist grünes Glas. Das ist der größte naturfarbene grüne Diamant, den es gibt. Denn grün wird ein Diamant durch radioaktive Bestrahlung. Und das wird heute sehr häufig künstlich gemacht. Aber dieser Stein ist der Beweis dafür, dass es auch natürlich passieren kann. Und hier den Cullinan II, der ist in der englischen Krone. Das sind also wirklich die Originalgrößen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt... Wiegen die auch das, was das Original wiegt? Oder gibt es da einen spezifischen Unterschied? Also klar, die Steine sind leichter, aber sie haben dasselbe Volumen. Mhm. Also die Größe stimmt genau überein. Die Schliffe stimmen in etwa überein. Ja. Nebenan haben wir ein kleines Kistchen hier. Hier kann man genau sehen, wie aus einem, in diesem Fall perfekten Oktaeder, ein Brillant geschliffen wird. Das sind die verschiedenen Schritte, die ein Brillantschleifer hier durchführen muss, damit eben aus dem Rohstein am Ende ein Brillant wird. Auch in Bergkristall. Und vielleicht noch zu dem Schaffer dieses Konvoluts, der Herr Juchim, der nach dem Krieg angefangen hat, diese schönen Repliken oder Modelle zu schleifen. Und in sehr vielen Museen kann man also solche Zusammenstellungen bewundern. Ja. Also das hier ist kein Einzelstück, das gibt es schon häufiger dann. Es gibt nicht viele. Es ist unglaublich viel Arbeit und neu ist das unglaublich teuer, wenn man sich sowas neu jetzt anfertigen lassen wollte. Was würdet ihr gerne haben wollen und was würdet ihr mit dem Geld machen wollen? 1800 Euro. Mhm. Und ich würde meiner Enkeltochter, die noch sehr jung ist, aber unheilbar krank, der werde ich gerne helfen. Das ist ein sehr löblicher Wunsch. Das ist ganz bezaubernd. Hat Wendela nun gute Nachrichten? Beschriftungen sind vollständig. Hier fehlt vielleicht eins. Ne? Ja, genau. Also würde ich hier auch 1.500 bis 2.000 Euro ansetzen und nochmal 300 hier für die Kleine. Sind wir bei 1.800 bis 2.300 Euro. Ja. Das würde stimmen. Das würde stimmen, so. Ja. Jetzt habe ich intern die extreme Hoffnung, dass die sich da drüben überbieten, wie doll, weil es jeder gerne hätte. Ja. Weil das ist ja schon... was ganz, ganz Außergewöhnliches. Ihr Lieben, für euch das Kärtchen. Danke. Charlotte, alles Liebe, alles Gute. Herzlichen Dank. Wir haben zu danken, ihr Lieben. Ja. Alles Gute. So. Ja. Vielen Dank. Viel Glück Ihnen. Ja. Dankeschön. Bitte schön, da geht's rüber. Wir hoffen jetzt, dass sich alle überbieten werden. Jeder möchte das Objekt gern kaufen und es sollten dann zwei überbleiben, die sich gegenseitig nochmal hochschaukeln. Mit echten Schmuckstücken stößt man im Händlerraum eigentlich immer auf Begeisterung. Ob aber auch die Nachschliffe gut ankommen werden? Hallo. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen. Guten Tag zusammen. Hallo, das Paar. Oh, direkt zwei Koffer. Da ist bestimmt Silberbesteck drin. Ja, bitteschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Eins nach links. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Ja, ich hoffe auch. Gucken wir. Hoffen wir mal. Schauen wir mal. Das kenne ich.
Das ist eine Darstellung der größten Diamanten, die jemals gefunden und geschliffen wurden. Und der größte ist der Cullinan. Ich glaube, der ist in der britischen Krone. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist sehr interessant. Und was haben wir hier, die Beschreibung? Ja, das sind die Historien der einzelnen Steine. Sehr gut. Wahnsinn. Die Steine, die sind in den 60er Jahren geschliffen worden. Mhm. Aber das sind Glassteine. Nein, es ist Bergkristall, ne? Brasilianischer, ja. Weil der besonders klar ist. Genau. Und da sind die Schliffformen vom Oktaeder bis zum fertigen Brillantschliff wahrscheinlich. Eins fehlt. Ja, da fehlt eine Beschriftung. Ja. Ist gut. Kannst du das auch mal sehen, das Kleine? Ungern, ehrlich gesagt. Ja, Wahnsinn, so fängt man an mit dem Oktaeder. Ja, ja. Ali, kannst du meinen Koffer rüberbringen, den großen? Und der Tiffany, der ist der naturgelbe Tiffany, der ist auch sehr bekannt. Das ist ein Zitrin. Der wurde gekauft. Bitte, das ist jetzt ein Zitrin, ja. Das sind Zitrine. Aber der ist im Besitz der Firma Tiffany. Ja, ja. Bitte schön. Das ist sehr interessant. Ich habe so etwas schon mal gesehen, aber das hat derjenige nicht verkaufen wollen und deswegen möchte ich das gerne haben. Und ich beginne mit 200 Euro. Das ist mein erstes Gebot. 250 von mir. 300 Euro ist mein nächstes Gebot. 350 von mir. 400 Euro. Allerdings kommen wir so zu keinem Ergebnis. Ja, aber das sind ja keine echte Steine. Das hat damit nichts zu tun. Entschuldigung, Herr Doktor. Ich habe keine Ahnung davon. Ja. Dann mache ich noch 500. 700 Euro. 800. Weiter? 900. 1000. 1100. 1200. Auch das reicht noch nicht. 1300. 14. Ich bin raus. 1500 Euro. 1600 von mir. Mit der Ecke habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Nur unter Druck entstehen Diamanten, aber ich glaube, jetzt steige ich aus, weil der Preis ist nicht schlecht. Das ist meine heiß. Meinung. Der Preis ist heiß. Ich gehe auch nicht mehr über Elkes Gebot. Würden Sie mir Ihr schönes Konvolut für 1600 Euro verkaufen? Für 1700, ja. Liegt Elke noch 100 Euro drauf? Kommen Sie her, machen wir. Perfekt. Das ist einfach schön und selten. Zwei, vier, sechs, acht, zehn sind 1000. Zwei, vier, sechs und sieben. Machen wir so, ne? Ganz lieben Dank. Danke auch. Auf Wiedersehen, die Dame. Adieu, der Herr. Tschüss. Tschüss. Ich würde vorschlagen, jetzt in der Pause werden wir uns zusammensetzen, werden das auswendig lernen und machen wir ein Quiz. Ja. Was die größten Diamanten sind, weil die haben wir was zu tun. Bärenstark. Es hat sich schwer angelassen, ganz kleine Schritte zu Anfang. Aber irgendwie hat das Objekt für sich selbst gesprochen.